Wir sind jetzt hier in der Mitte Portugals, kann man eigentlich sagen, in einer Wollwäscherei. Und hier ist also der nächste Schritt in der Wertschöpfungskette für diese dunkle Wolle dieser braunen Urmerinos. Und was hier gemacht wird, der erste Schritt, der passiert, wenn die Wolle hier ankommt in der Wäscherei, ist erst einmal das Sortieren. Das heißt, wir hatten ja die Schuhe, die Schafschuhe, und jetzt sind hier die ganzen Fliese. Und da gibt es natürlich welche, die sind eher dunkler, und es gibt welche, die sind eher heller. Und die helleren Teile, die werden also aussortiert, die gehen raus, weil wir natürlich für unsere Produkte eine immer gleichbleibende homogene Farbe haben und eben eine möglichst dunkle. Und deswegen nehmen wir eben nur das Beste, nur diese dunklen Anteile können wir dann wirklich verwenden, damit die Farbe auch immer gleichbleibend ist, von Herde zu Herde und von Jahr zu Jahr, genau. Außerdem wird, was außerdem rausgenommen wird, sind halt Strohanteile. Es werden Anteile vom Bauch rausgenommen, wo die Wolle sehr grob und stachelig ist, die man also nicht verwenden kann. Das ist sehr, sehr viel Arbeit, die da hier investiert werden muss. Aber es ist ein ganz wichtiger Schritt in der Kette, um ein sehr hochwertiges Produkt zu bekommen. Und das ist eben unser Ziel. Wir wollen aus diesem wunderbaren Material das Hochwertigste schaffen, was eben möglich ist. Und dafür nehmen wir alle notwendigen Schritte auf jeden Fall auch in Kauf. Wenn die Wolle sortiert ist, dann kommt die hier erstmal auf den Haufen geschmissen. Das ist noch gar nicht alles. Da kommt noch einiges hinzu jetzt von unserer schön dunklen Wolle. So, jetzt ist sie aber dreckig und fettig. Die muss jetzt erst einmal grundgereinigt werden. Und das passiert in dieser riesigen Anlage hier vorne. Okay? So, und hier ist jetzt aber gerade, das konnten wir leider nicht besser arrangieren, aber gerade ist hier eine andere Wolle von jemand anderem halt drauf. Aber genauso passiert das auch mit unserer. Also ihr müsst euch jetzt vorstellen, diese Wolle wäre dunkelbraun, schwarz, okay? Dann kommt mal mit. Also die liegt hier, kommt hier auf dem Förderband und dann wird die hier rein befördert. Hier, das sind Picker, sagen wir dazu. Das heißt, da drin wird die Wolle durch Walzen laufen lassen mit dicken Nägeln drauf, also ganz starke Nägel. Und die reißen die Wolle erst einmal auf. Denn je besser die schon verfilzten Teile geöffnet werden, je mehr die Fasern offen sind, desto größer ist die Oberfläche und desto besser kann später die Wolle gereinigt werden in den nächsten Schritten. Komm mit. Guck, hier kommt die ganze Scheiße raus. Hier. Das ist so Zeug, was auch raus muss hier. Das ist Stroh, Schafscheiße, ganz, ganz kurze Haare, die wir sowieso nicht verwenden können. Das muss raus. So. Jetzt guck, hier kommt die Wolle jetzt an. Da oben ist eine Dosiereinheit. Da ist eine Dosiereinheit. Das da ist eine Dosiereinheit, also eine Waage, damit klar gemessen werden kann, wie viel Wolle pro Minute kommt in die Anlage und so weiter und so fort. So, und jetzt geht das hier rein. Guckt euch mal das Dreckwasser an, wie das hier aussieht. Das ist hier eines von 6 Bädern, okay? Das ist das erste Bad. Und natürlich ist das am dreckigsten, weil hier ist die Wolle ja auch noch am dreckigsten. Jetzt geht das hier rein. Jetzt komm her. Diese Anlage nennt man einen Leviathan, weil die Wolle immer auf dem Wasser oben schwimmt. Und mit Kämmen ganz, ganz langsam, damit sie nicht verfilzt, wird die Wolle dann hier durch diese Anlage hindurch transportiert. Okay? Und sie wird gereinigt nur mit Waschsoda. Da ist nichts weiter dran. Und Wärme natürlich, weil die Wärme lässt das Fett flüssiger werden. Und dann kann man es besser extrahieren aus der Wolle. So, jetzt kommt die Wolle hier total nass, durchnässt an und wird dann hier ausgebrungen. Ja? Das ist so, wie wenn ihr zu Hause mit der Hand irgendwie eure Klamotten wascht, Wasser ins Wasch immer rein, raus, auswringen, wieder rein, raus, auswringen. So wird das hier auch gemacht. Hier ist das Dreckwasser, das kommt hier raus. Das Wasser wird recycelt. 90% des Wassers kann nach einer Reinigung, nach einem Recyclingprozess wiederverwendet werden. Okay, weiter. Hier geht's wieder rein, nächstes Bad. Guck mal, hier sieht die Wolle schon anders aus. Ne? Und auch das Wasser hier, guck dir das an, das Wasser sieht auch schon anders aus. Schon etwas heller. Und weiter geht's. Und das ist immer so, ihr müsst euch vorstellen, das Wasser hier, was hier rauskommt, das Wasser, was hier rauskommt in Bad Nummer 5,
geht anschließend nach da hinten wieder rein ins Bad Nummer 6. Okay. Hier, noch heller die Wolle, wieder das Gleiche. Na, das ist, okay, das ist immer das Gleiche. Weiter geht's. Da ist es wieder das Gleiche und das Wasser wird immer heller. Und wieder das Wasser heller. Okay, und okay. Und letztes Bad. Hier, das ist das letzte Bad gewesen. Hier wird die Wolle noch einmal final ausgewrungen. Hier ist auch wieder... Eigentlich müsste dieses Wasser hier klar sein. Ist es in diesem Fall aber nicht. Warum nicht? Es hat in Portugal seit November nicht geregnet. Und darum ist die Wolle extrem schmutzig einfach. Weil Wasser wäscht natürlich das Schaf auch ein bisschen sauber normalerweise. Das ist hier nicht passiert. Also es hat seit November, Dezember nicht geregnet, Januar, Februar nicht. Und deswegen ist sie jetzt überdurchschnittlich dreckig. Das passiert mit unserer deutschen Wolle nicht. Wir haben mehr als genug Regen. Das Schmutzwasser aus dem letzten Bad hat immer noch 60 Grad. Diese thermische Energie, die in dem Wasser ist, die wird da rausgeholt aus diesem Wasser, damit es kalt ist, und wird in Form von warmer Luft hier reingeblasen in die Wolle. Wir können das leider nicht zeigen, aber da drin sozusagen ist eine riesige Kammer. Da läuft die Wolle über Netze wie ein Förderband ist das Netz gespannt. Da läuft die Wolle lang und wird durchgeblasen mit ganz warmer Luft. Ja, man kann das nicht sehen, aber das Netz könnt ihr sehen. Ja, auf diesem Netz liegt die Wolle und wird hier durchtransportiert durch die Maschine und warme Luft wird reingeblasen. Okay. Das hier ist ein Stufenreiniger. Der Stufenreiniger, da kommt die Wolle auch durch und sie wird geschlagen dabei. Ganz schnell mit Walzen auch, auf denen kleine Hämmer drauf sind, wird die Wolle geschlagen, um Vegetabilien rauszulösen. Also sprich Stroh, Disteln, Stöcker und sowas alles. Warte mal, wo kommt die Scheiße raus? Hier. Hier fällt der Dreck rein aus dem Stufenreiniger. Seht ihr das hier? Das sind kurze Wollflocken, dicke Haare und Stroh und Dreck. Dieser Dreck, der hier drin ist, der wird genutzt, der wird pelletiert und daraus wird Dünger gemacht. Und das ist ein hervorragender Dünger, weil Wolle besteht aus Eiweiß. Das ist Stickstoff, das ist ein super guter Stickstoffdünger. Er kompostiert auf dem Feld. Er schafft Humus und ernährt die Pflanzen langsam, während er sich zersetzt. Das ist ein hervorragender Dünger. Kann super gut Wasser speichern. Super, okay? Das ist die Waschanlage. Jetzt wird das Material hier oben durch die Rohre in diese Kammer hier reingeblasen. Hier ist die Wolle jetzt drin. Die Wolle muss nämlich, das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt, ganz, ganz wichtiger Schritt für Qualität. Manche Wäschereien machen das nicht, mit denen arbeiten wir nicht zusammen. Die Wolle muss atmen, nachdem sie gewaschen wurde, getrocknet wurde, behandelt wurde, hat sie aber immer noch eine Restfeuchtigkeit da drin. Und von dem Waschsoda ist auch noch ein leichter Rückstand da drin. Die Wolle muss hier rein in eine Mischkammer und sie muss unbedingt atmen. Für 12 Stunden vielleicht oder so. Ja, 12 Stunden sind schon ganz gut. Und erst danach darf die Wolle verpresst werden in Ballen. Okay, das ist jetzt also hier diese Kammer, die wir gerade gesehen haben. Ihr habt das gerade gesehen. Dort hinten haben wir reingeguckt in die Tür. Jetzt möchte ich euch gerne die Rückseite der Kammer zeigen. Schaut mal. Könnt ihr das sehen da? Das ist auch ein Förderband mit Nageln besetztes Förderband. Und das ganze Teil hier, bildet die Rückwand dieser Mischkammer. Das fährt jetzt hier rein gleich, wird hier reinfahren und wird dabei diese Wolle von unten nach oben durchmischen. Warum ist das so wichtig, dieses Mischen? Mischen ist für uns ganz wichtig, weil wir nicht färben und auch nicht bleichen wollen. Warum nicht? Chemikalien, die Wolle wird schlechter, ist nicht nachhaltig, okay? Und es gibt wunderbare Farben in der Natur schon bei den Nutztieren, die wir an unsere Kunden weitergeben können oder an euch weitergeben können. Und diese Farbenvielfalt möchten wir euch gerne zur Verfügung stellen. Und dafür brauchen wir aber natürlich, damit
die Produkte, die wir dann machen, auch möglichst gleichmäßig sind, brauchen wir einfach eine gute Durchmischung, weil nicht jedes Schaf ist gleich. Und wir versuchen halt, die Herden einmal komplett durchzumischen, um eine Farbe zu haben für eine Saison zum Beispiel, für ein Produkt, das wir machen. Und dafür brauchen wir eine gute Mischkammer und die hat nicht jede Wäscherei. Gott sei Dank haben wir hier sowas gefunden. Okay, Leute, hier passiert was richtig Geiles, weil das Wertvollste, was hier rausgenommen wird eigentlich aus der Wolle, ist Lanolin, also das Wollfett. Es ist in fast allen Produkten drin, wenn ihr in einen DM geht bei uns, in 80% der Produkte ist Lanolin drin. In Kosmetikartikeln, in Lippenstift, in name it, Lanolin ist in it, okay? Warum? Weil es ein Fett ist, das dem unseren Körperfett ganz ähnlich ist und zieht sehr gut in die Haut ein. Und es ist in der Lage, Wasser und Öle miteinander zu mischen, ein Emulgator sagt man dazu. Okay, wie dem auch immer, es ist ein Fett und es muss aus dem Waschwasser jetzt hier raus extrahiert werden. Wie macht man das? Mit einer Zentrifuge. Das könnt ihr euch vorstellen, das ist so wie wenn die Magermilch und die Sahne, ja, wenn die Vollmilch kommt da rein, dann wird da drin wird gedreht und durch die Fliehkraft, weil das Fett schwerer ist das Fett außen und die wässrige Phase ist weiter innen. Und dann kann außen in das Fett entnommen werden. Genau das passiert hier. Hier oben kommt das dreckige Waschwasser rein. Hast du das? Siehst du das? Hier ist das dreckige Waschwasser. Das kommt hier rein. Und dann wird hier in der Zentrifuge, die dreht sich super schnell hier rum, okay? Und dann kommt hier, die dreht sich so rum dreht die. Und dann wird hier durch Fliehkraft, kommt hier außen das Lanolin hier raus. Ist das heiß? Ich weiß gar nicht. So sieht das aus. Seht ihr das? Das ist dann das raffinierte Lanolin. Das wird noch ein bisschen weiter gereinigt. Das riecht noch ein bisschen nach Schaf. Ich mag das, aber das mag mit Sicherheit nicht jeder. Also das muss noch ein bisschen gereinigt werden. Aber dann ist es eine super Grundlage für Kosmetika, aber auch für ökologische Lacke zum Beispiel oder ökologische Farben ist Lanolin eine super Grundlage. Okay. Das ist hier jetzt das Brain sozusagen, der Kontrollraum hier. Das läuft hier echt alles gut kontrolliert, muss man wirklich sagen. Guck mal hier, das ist hier die Line. Hier fängt es an. Hier könnt ihr das erkennen. Das sind die Reiniger, die am Anfang sind. Das ist das Förderband. Hier geht es dann rein in den ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften und sechsten Waschgang. Und danach kommt die Trocknung. Und dann kann man das auch erkennen. Da kann man zum Beispiel, wenn ich hier draufklicke, dann sieht man also hier, wo welche Temperatur, wo gerade wie geblasen wird, mit wie viel Luft. Man kann auch im ersten Band sehen, okay, was haben wir hier gerade für eine Temperatur und wie viel Wasser läuft hier rein und kommt raus und so weiter und so fort. Hier kann man es auch sehen. Also genau, hier seht ihr das, die Temperatur könnt ihr hier erkennen. Das ist wirklich gut kontrolliert, diese Anlage. Und nur dadurch ist es natürlich, das ist schon wirklich fortschrittliche Technik hier. Und nur dadurch ist es möglich, eine wirklich gute Waschqualität zu haben. Nicht wahr? Denn das ist wirklich, eine gute Waschqualität ist extrem wichtig für uns, damit danach die nächsten Schritte funktionieren können. Wenn zu viel oder zu wenig Fett in der Wolle ist, ist das Spinnen nicht möglich im Grunde genommen. Wir haben viele schlechte Erfahrungen auch damit gemacht und wir sind sehr froh, dass wir eine Waschanlage gefunden haben, in der wir jetzt hier echt wirklich vertrauen können.